Oh nein. Oh, ich sollte vielleicht erstmal den hier angreifen. Der ist ganz böse. Ja, und deswegen hat er den Tod auch nur verdient. So, wir sind jetzt drüben. Da müssen wir auch hin, denn jetzt müssen wir hier irgendwo den Übergang finden. Könnte der denn sein? Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen runter. Da ist er auch schon. Okay, wir sind noch nicht ganz da. Da muss ich hin. Da, wo das Sternchen aufglitzert. Dann hoffe ich mal, dass das ganz gut machbar ist. Jetzt habe ich hier wieder die Entscheidung, aber nee, ich gehe glaube ich mal hier lang. Oder? Ja, ich glaube, ich gehe mal hier lang. Das war gar nicht. Ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht. Weil das ist so ein riesiges. Das ist ja immer noch die Stadt, ne? Also das ist ja im Endeffekt ist das die komplette Stadt ja irgendwie, ne? Das ist so ein riesiges Ding. Wobei man sagen kann, das ist ja eigentlich nur hier so, ne? Zentrum. Aber das ist ja nur das Zentrum, ja. Das ist halt gefühlt so groß wie Hamburg. Ne? Das ganze Ding hier. Und dann ist hier noch etwas. Und da noch die Insel, aber das ist ja die Tutorial-Insel eigentlich. Das ist so mega groß. So, das muss ich leider hier abbiegen. Oder kann ich hier irgendwo geradeaus durch die... Nee, kann ich nicht. Das ist ja öde. Aber dann müssen wir wohl hier durch. Gott, jetzt wäre so eine Assassine genau vor mir. Hier ein bisschen einen tollen Springbrunnen. Ah, wie schön. Hier können wir auch noch auf die andere Seite, aber da müssen wir noch gar nicht hin. Aber schön, dass man hier auf die andere Seite kann. Vor allem Springbrunnen, das ist eher so ein riesiges, ich glaube eher, dass es so Abwasser ist, ne? Abwasserrohrleitung. So, was ist denn jetzt, dass sich irgendwas aktualisiert? Spricht am
Tempeltor mit Tempelwächter bei. Also, achso, wir sind jetzt am Tempel scheinbar, aber... Ja, warum nicht, ne? Kann man ja machen. Also, wir sind am Tempel, aber wir müssen jetzt noch den Tempelwächter finden. Ja, das ist ganz klar Wasser, das sieht dann mega eklig aus. Aber auch genial, dass sie das so, dass sie die Rohrleitung so gemacht haben, so, dass es aussieht, als wäre das Drachenhälse. Ah, jetzt müssen wir auch noch durch den Abwasserrohr durch. Ihhh, ist das eklig. Ihhh, man kann durch den Boden gucken. Tempelwächter bei. Ich könnte nicht betreten, nur der Kaiser und bla bla bla. Oh, da ist ja Bruder. Bruder, wie auch immer man den ausspricht. Wohin gehst du? Achso, ja, pst, hier drüben. Nee, Meister Togo wieder hier, ey. Ach, wir können ihn aber folgen. Wieder blöde Meister Togo, ne? Immer der. Nichts Besseres zu tun, als immer irgendwie in Gefahr zu sein. Ist ja unglaublich. Vor allen Dingen der edle Tempel. Direkt bei so einer Abwasserrohrfabrikleitungsgedöns. Da würde ich auch mal gerne hingehen. Aber schön, dass ich hier wieder geführt werde, ne? Also dass dann halt wieder der... Der Bruder Mingo oder sowas. Wer weiß, wo es lang geht. Er könnte theoretisch hier über die Brücken gehen, ne? Warum nicht? Aber er nimmt lieber den etwas. Achso, da hinten ist auch noch einer. Wahrscheinlich nimmt er die. Du bleibst stehen? Warum bleibst du stehen? Ich will hier nichts sagen, aber das sind Gegner, ne? Gut. Läuft er jetzt wieder? Da läuft er. Perfekt. Hm. Oh, nicht schlecht. Wo lang? Brücke? Rüber? Oder da lang? Doch nicht. Oh Mann. Okay, wir sind gleich da.
Boah, der hält doch aber jetzt nicht bei jeder Ecke an, Mann. Da sind die doch, du siehst sie doch. Gut. Da ist wieder Meister Togo. Jetzt kommen sie wahrscheinlich wieder von beiden Seiten. Und wir müssen verteidigen. Oh nein, da kommen sie. Das war doch klar. Und wer rennt da hin? Irgendeine Assassine. Lass sie doch erstmal hierher kommen. Mann. Guck mal, was mit meinen Kämpfern passiert, nur wegen dir. Ach man, immer dass ich den blöden Togo hier anrede. Nur weil ich den hier in der Nähe habe. Nicht Togo, sondern Mihini. Ach, die kommen auch von hinten. Wir müssen aber schnell handeln, weil da kommen nämlich schon wieder welche. Wir müssen uns aufsplitten irgendwie. So, guck mal. Die nächsten. Alter. Ich will doch nur kämpfen gegen den da. So, ich mach das mal. Schön, dass einer draufgegangen ist. Ich freue mich. Hier ist nämlich... Hier ist nämlich auch nochmal Alarm. Das war's. Der letzte. Eskortiert Togo und bla bla zum Tempel. Nee, nur Togo. Folgt er mir jetzt oder muss er wieder vorangehen? Nee, er folgt mir scheinbar, oder? Er folgt mir, okay. Toll, jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ja, er folgt mir. Das schon mal geschafft. So, ich werde ja jetzt noch zum Tempel gehen, weil das ist ja scheinbar das Gebiet, wo die nächste Mission ist. Und dann mache ich da Aufnahmestopp, weil dann können wir nämlich in der nächsten Aufnahmesession gleich direkt von Anfang an in die nächste Mission rein. Und vielleicht schaffe ich es ja mal nicht beim ersten Versuch zu sterben. Wäre vielleicht auch mal ganz gut.
müssen auf Meister Togo warten, der ist ein bisschen lahm. Ja. Ich würde mich schon freuen, wenn ich das dann irgendwie schaffe, so von wegen. Gleich auf Anhieb. Das ist eigentlich auch, ich meine, man sieht ja, ich schaffe es ja beim zweiten Mal, schaffe ich das ja richtig gut zu machen. Und eigentlich kann man die Mission auch auf Anhieb schaffen, aber wenn man natürlich nicht mehr weiß, wie die funktionieren, dann muss man natürlich auch da erstmal sich ein bisschen reingucken, ne? So, da ist der Abwassertempel, nicht das Abwassertempel. Die Abwassertempelanlage. Herzlich willkommen. Ihr könnt nicht betreten. Ich kann sehr wohl betreten. Wenn ihr zum Aufbruch bereit seid, werde ich euch da rein teleportieren, ja. Denn ihr steht genau vor dem Übergang, aber ihr könnt nicht rein. Ich muss euch da rein teleportieren. Okay. Seid ihr sicher, dass ihr das möchtet? Ja, will ich. Ich wusste, ihr würdet kommen. So, so. Ihr seid nicht der Typ, dessen Groll schnell verraucht. Ganz recht. Was wollt ihr also? Wollen? Von euch? Nur ein bisschen Rache. Letztes Mal habe ich gesiegt, Shiro. Ich werde wieder siegen. Diesmal ist es anders. Diesmal sehe ich euch. Ihr könnt mich nicht töten, Shiro. Ich bin schon tot. Ich werde euch nicht töten. Ich zwinge euch, mir zu dienen. An meiner Seite zu kämpfen. Dazu müsst ihr mich erst fangen. Feigling. Letztes Mal stießt ihr mir in den Rücken. Diesmal lauft ihr weg. Ihr werdet eine besondere Folter erhalten. Eine für Schwache und Ehrlose. Kommt. Visos Geist schwebt an diesem Ort. Ihre Klinge war es, die Shiro vor 200 Jahren verkrüppelte, weshalb er letztlich starb. Wenn uns jemand sagen kann, wie man ihn besiegt, dann sie. Folgt mir. Versucht mitzuhalten, Meister Togo ist schneller als er wirkt. Ja, aber erstmal sind wir ja im Missionsgebiet und hier würde ich ja auch sagen, ich habe nicht erwartet, dass so eine lange Cutscene noch kommt. Ihr wisst jetzt, worum es geht. Wir haben hier so einen Heini und so einen Heini, der halt versucht, andere Leute zu versklaven, der aber schon tot ist, den wir besiegen müssen, weil das ja so nicht geht. Und diese Mission hier. Wieder einen Fertigkeitspunkt bekommen. Beim nächsten Mal, ne? Da machen wir dann weiter. Das wäre dann der Tempel. Und das schaffen wir jetzt leider nicht mehr. Aber beim nächsten Mal eben.